Nun ist er doch angekommen, der Winter. Pünktlich zum Ende der Weihnachtsferien versinkt das Nonner Oberland im Schnee. Nun ist es an der Zeit, die alte Schneefräse aus dem Stall zu holen. Sie leistet uns jetzt gute Dienste und springt auch gleich an. In hohem Bogen fliegt der Schnee über den Hof und in kürzester Zeit ist die Terrasse von der weißen Pracht befreit. Klein Baba wundert sich und muss sich erst mal durch den Schnee graben. Dann doch lieber Katzenwäsche in der warmen Bauernstube und eine kleine Brotzeit. In der Stube steht natürlich wieder unser Berchtesgadener Christbaum mit dem Holzspielzeug, mit dem die Bauern ihre Kinder beschenkten. Vielleicht nicht ganz politisch korrekt in unserer Zeit, eine Legebatterie, die natürlich ihren Platz auch am Christbaum findet, oder eine Rechenmaschine für die Kleinen. Und ganz oben darf der Alljahresengel Platz nehmen. Für 2 Wochen krönt er den Christbaum und ansonsten passt er in der Stube auf, damit hier kein Ungeist hineinkommt. Und dann, wenn Frau Holle ihre Kissen kräftig ausgeschüttelt hat, reißt der Himmel auf und gleißender Sonnenschein ergießt sich über das Nonner Oberland. Jetzt könnte man eigentlich draußen sitzen um den Gartentisch, einen Kaffee trinken, aber die weißen, weichen Schneepolster sind vielleicht doch ein wenig zu kalt für das Hinterteil. Es geht doch nichts über die behagliche Wärme eines Kachelofens in der Bauernstube.